Irithyll. Jetzt checke ich's. Ich war einmal aus Versehen. Ich wurde einmal aus Versehen ins DLC, in dieses Eisgebiet, wurde ich reingelutscht. Und dann bin ich da ein bisschen rumgelaufen, habe zwei, drei Gegner besiegt und dann hat Dragon Rose gesagt, hör, wie bist du ins DLC gekommen? Und dann wusste ich erst, dass ich im DLC bin. Dann bin ich aber wieder rausgegangen. Aber ich war schon im DLC, ja. Jetzt gehen wir noch einmal Feuerbannschrein. Ich muss schnell mal was schauen. Nicht, dass doch was Wichtiges bei WhatsApp kam. Nee, okay. Welcome home. Very well then. Acknowledgement. Farewell, Ashen Maiden. So, und jetzt reden wir auch noch einmal mit Yuria. Ach so, Schattenasche können wir noch geben. Gracious. Passing fine ash. Nachdem wir jetzt dieses Hochzeit gemacht haben, reden wir noch mal mit Yuria. I only hope these new wares content thee. Ah, ja, bla bla. Ja, guck mal, sie verkauft oder hat sie schon immer große Titanitscherben verkauft, unendlich viele? Totenlegion. Ich weiß nie, ob die, was die hier neu ist. Aber egal, wir brauchen auf jeden Fall neue Pfeile. Oh, den neuen Ring hat sie, glaube ich, oder? Verlangsamt den Zerfall von Ausrüstung. Holzmaserring. Ich glaube, der ist neu. Okay. Jetzt reden wir noch einmal mit Julia. Was sie jetzt dazu zu sagen? Und komischerweise, das ist die nicht tot, obwohl wir ihre Quest jetzt abgeschlossen haben, oder? Oh, Lord and Leash. Lord and Leash. I presume my holy vows are sworn. Ja, hab ich. Wonderful. Now thou art the true and deserving Lord of Hollows. With the spouse, the strength to claim the fire is thine. Thy lordship, I prithee wrest the fire from its mantle. I, Yuria, and all Londor embrace thy impending lordship. Cool. Our Lord and Liege, I prithee, play the usurper. Werde zum Usurpator. Ist das nicht Verräter? Ein Thronräuber? To link the fire, wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more. And the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Okay, also die ist so ein bisschen wie damals Darkstalker Kaith oder Karth, oder? Die wollte ja auch, dass man das Feuer nicht linkt. Und das haben wir ja damals auch gemacht. Und sie sagt jetzt genau das Gleiche. Dass man das Feuer nicht linken soll. Na gut, dann können wir aber jetzt wieder zurück. Dann machen wir erst Anor Londo, würde ich sagen. Dann machen wir erst Anor Londo. Wenn wir da eh schon mal gerade waren. My Lord and Leash. Sagt ihr irgendwie cool. Oh, da haben wir noch mehr von den scheißigen Scheißrittern. Ah, da kommt doch schon direkt einer angeschissen. Sogar noch einer, okay. Das sah irgendwie so aus, als ob das nicht hätte treffen sollen. Dass die so eine fiese Drehattacke haben. Jo, okay. Dann klappt mal ein Backstep.
zwei Ritter, zwei Estus alle gemacht. Zum Glück ist hier instanten Bonfire. Das ist jetzt echt das Original Anor Londo? War das die Tür zu... Ja doch, Tatsache, das ist das. Hier waren so riesengroße Ritter, glaube ich. Auf den Plattformen hier standen so super große Ritter, glaube ich. Und das war die Tür zu Ornstein und Smog. Ja, 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 ja. Und hier war dann doch der Upgrade-Typi, oder? Der Riese. War hier nicht der Riese? Und hier waren überall so komische... Hier waren überall diese fliegenden Viecher, die einem auch nach Anor Londo gebracht haben. Und hier waren das aber Gegner. Ich kann mich noch dran erinnern, an alles. Ja, aber gehen wir jetzt erst dann nach rechts rüber oder gehen wir erst zu dem Riesen hier rein? Weil bei dem Riesen war, glaube ich, auch damals ein Gang, den man gehen konnte. Ja, jetzt, natürlich ist er tot. Aber, wie sieht's denn hier aus? Warum ist das hier so schleimig? Kohle des Riesen. Oh, das können wir dann André geben und der kann dann. Und damals war hier, glaube ich, hinter dem Riesen eine Kiste zum Aufmachen oder irgendwie sowas. Dann gehe ich hier erstmal in die andere Richtung. Ich meine, das spielt ja hier ein paar tausend Jahre nach Dark Souls 1. Warum dann der Riese da immer noch liegt und nicht schon lange verrottet ist? Auch weird. Oh, das ist sogar einer mit roten Augen. Aber der so viel mehr hält jetzt auch nicht aus. Okay, der war jetzt nicht so viel schwieriger als die anderen. Obwohl das so einer mit roten Augen war. Seele eines entmutigten Ritters. Okay. Wow, das sah gerade knapp aus. Als ob ich da abschmier. Was haben wir jetzt hier für eine Tür? So, hier geht's gar nicht. Okay, wir müssen bei dem Riesen weiter. Es geht gar nicht anders. Wo kommt dann jetzt hier ein Refight? Ein Refight von Ornstein und Smog? Oder was? Als Zombies? Sagt nichts, aber wir werden schon sehen, okay. Sieht schon cool aus hier, ja. Aber hier ist es dunkel wie im Bärenarsch. Oh, das sind Diakone. Oh. Was ist das denn? Kommt das Vieh jetzt da runter? Ist das der Boss? Vielleicht sollten wir erstmal die Diakone da wegmachen. Aber das Vieh macht mir ein bisschen Sorgen. Oh. Okay, okay, okay. Zum Glück ist es hier auch nicht dunkel oder so. Nein, ich habe ja genug. Ich habe ja genug. Pfeile. Ist das Bild so unscharf?
Okay, den können wir uns, denke ich, so holen. Oh ja, irgendwie hat der Dodge nicht funktioniert. Oh, okay. Hat mich noch mehr entdeckt, glaube ich. Ja. Das wollte ich so eigentlich nicht machen. Der steht so blöd, der trifft mich, glaube ich, gar nicht, weil der immer gegen diese Säule schießen wird. Ich muss ehrlich sagen, das ist nicht so geil, dass ich jetzt schon ein paar Estus-Flakons alle gemacht habe, bevor ich überhaupt beim Boss war. Jetzt muss ich mal gucken, was das für ein Vieh da oben war. Ich glaube, sonst, bevor mir das auf den Kopf springt, kümmere ich mich lieber selber drum. Dann habe ich nämlich den. Oh. Okay, das. Das ist jetzt anders gelaufen, als ich gedacht habe. Wo ist das Vieh? Da hinten. Ach, das ist wieder so ein Gorefield-Vieh. Kommt das hier hin? Nein. Okay. Ich glaube, es kommt hier gar nicht hin. Natürlich angenehm. Ja, Tatsache, es kommt hier gar nicht hoch, das Vollidiotenvieh. Aber es ist nicht gerade sehr... nicht gerade sehr anfällig für Pfeile. Ich würde das jetzt natürlich schon gerne mit einem Plunge-Attack einfach killen, aber ich traue mich nicht. Wenn ich dann wegen, einfach nur weil ich unbedingt cool sein wollte, sterbe, dann werde ich mich hassen dafür. Das kann sogar Gift. Oh, jetzt hat es mich getroffen aus irgendeinem Grund. Das war jetzt mit Anlauf von dem Vieh. Und es hat mich getroffen. Okay. Das war ja ein Bullshit. Müsste jetzt sein, oder? Aber wartet mal. Die mögen doch keine Feuerbomben. Uah! Sich da eins angeschleichert. Ich weiß, von links werde ich beschossen von Diakonen. Hab das schon mitgekriegt. Wow, er kommt sogar angeschissen. Okay. Da ist der Bossfight. Menschliche Abschauen. Machen wir aber erst gleich. Erst fighten wir uns hier durch.
Ja, zum Glück hat mich noch keins getroffen. Hier sind noch mehr von den Viechern. Habe ich ein Schwein, das mich noch kein einziges getroffen hat beim von der Decke runterfliegen. Okay, ich kann einfach voll hemm gehen auf die Viecher. Und ich kann auch den einen Ring hier wieder austauschen. Habe ich ein bisschen mehr Ausdauer. Okay, ist noch eins. Aua. Okay, anscheinend gehen wir nicht mit elf Estus-Flakons in den Bossfight, sondern mit 7. Aber erstmal, wir können die Tür hier aber aufmachen. Dann können wir immer einfach durchrushen, glaube ich, oder? Nee, scheiße, können wir nicht. Sei denn, hier ist ein Mechanismus. Hallo? Eins. Du könntest. Ach stimmt, ich könnte meine Waffe verzaubern für die Blobs. Du hast absolut recht. Ich will mir das Feuer immer aufheben für den Bossfight, aber ich kann es ja eh dreimal benutzen. Ah, da liegt noch Loot. Ich kann ja eh dreimal das Feuer benutzen. Aber gut, dass du es sagst. Das muss ich mir für die nächsten Blobs merken. Mondlichtpfeil. Halt den Mondpfeil fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Okay, da geht's nur wieder hoch. So, dann werden wir doch mal für den Bossfight wieder unser Schild wechseln. Und wir werden hier das reinnehmen. Dann gehen wir den Nebel durchqueren. Dann machen wir das an. Irgendwie hat es nicht geklappt. Mal gut los. Oh, hier wollte ich weg. Jetzt hat es geklappt. Oh, oh. Oh, oh. Renn! Ich hab den gerade so in den Schwanz reingeschlagen, das hat echt gut geklappt. Kommt daher. Aua. Jo. Der war ja einfach. Das war einfach nur hinter ihn laufen, reinhacken. Ohne zu verstehen, was passiert. Der war einfach, der Boss. Der war ein einfacher. Ich habe am Anfang irgendwie mein Feuer benutzen verkackt. Das hat irgendwie nicht geklappt. Du hast bei dem so dreckslange gefahren. Okay. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Ja, nee, also der
Der ging irgendwie besser, finde ich. Der ging aber besser als die Bosse davor. Das war eigentlich nur hinter ihn laufen und in seinen Schwanz reinhacken. Also richtig gecheckt, was er eigentlich gemacht hat, habe ich nämlich nicht, weil das kriegt man nämlich auch, wenn man hinter ihm steht, auch gar nicht mit. Aber der hat gut Seelen gegeben. Wie hieß der jetzt überhaupt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wie hieß denn der? Was war denn das jetzt überhaupt für ein Typi? Irgend so eine Schlange. Ey, du, dass du beim nächsten Soul kein Broken Belt raussuchst. Aldridge, ach so. Na guck mal, und das hier ist der Ort, wo Gwynnevere damals war. Und jetzt ist er aber halt weg. Ring des Sonnenprinzen, habe ich den nicht schon bekommen? Stellt TP langsam wieder her. Oh, was war das? Ach, Sonnenerstgeborenen war das und das ist Sonnenprinz. Ne, Prinzessin, ach so, ah, jetzt... Okay, jetzt geht's ja gar nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir, oder? Nee. Jetzt müssen wir sozusagen zu diesem anderen Bonfire, was noch über ist. Nach Aldridge zu Cursed Rotten Greatwood. Ah, jetzt habe ich mir das aufgeschrieben. Okay. Dann machen wir das gleich. Für Viserys Quest, alles klar. Ja. Aber das war auch genau der Room, ne, von Ornstein und Smaug. Welcome home. Very then. Huhu, Leute. So. Und kurz davor noch ein Upgrade machen zu können. Ich meine, dann benutzen wir einfach mal noch so ein paar von den Dingern hier. Das hier zum Beispiel. Ja, das wird reichen. Yo! Escari, das geht ab. Farewell, Ashen One. Ups. Nein, ich will den Grabschlüssel nicht kaufen. Sehe ich so aus? So, jetzt müssen wir zu Cursed Rotten Greatwood. Oh, Freund der Gildenkriege 2. So, reisen. Wo war dieses Arschloch jetzt nochmal? Und hier kann man da, glaube ich, hin. Kann man dann noch... Ah, doch hier. Ja, da ist es doch. Doch, hier doch, doch, doch. Hier ist richtig. So habe ich gerade Lebenspunkte verloren. Von so weit oben bin ich ja jetzt gar nicht runtergesprungen. Ich habe aber ein paar viele Gegner gepullt aus irgendeinem Grund. Zum Glück one-shot ich hier alles. Achso, es wird gar nicht. Achso, habe ich gar nicht gesehen, sorry. So. Ja, jetzt müssen wir da hoch. Oh, das ist noch ein Hundi. Hallo Hundi. wie wir die jetzt one-shotten?
So, und jetzt müssen wir das Summoning Sign finden. Und das hier bestimmt. Rufsymbol berühren. Sirius aus dem Sonnenlosen Reich helfen, ja. Du wirst in eine andere Welt beschworen. Nee, ich glaube, ich bin noch nicht durch. Ich bin zwar schon weit, ich glaube auch schon über die Hälfte. Über die Hälfte, aber auch noch nicht am Ende. Wer ist denn das jetzt? Schon wieder Clayton, oder? Ja. Oh, der macht aber gut Damage. Ah, das ist nicht Clayton. Der hat mich gewonshottet. Okay. Das habe ich. Den Fight habe ich unterschätzt. Aber ich bin instant wieder hier. Nice. Okay, wir haben einfach unendlich Versuche. Zählt das jetzt als tot? Muss ich den Todestimer 1 hochmachen oder nicht? Plus ein Tod, okay. Boah, der macht aber auch Damage. Er hat selber gegen eine Wand gehauen und konnte deswegen seine Attacke nicht machen. Nice. Boah. Ein Treffer war das von ihm. Nice. Ach, das war der... Hat die gerade gesagt, Good Night, Granddad? War das der Opa von ihr? Okay. Hey, dann haben wir das fertig. Dann können wir jetzt, denke ich, wieder zurück zum Feuerbandschrein. Und da treffen wir bestimmt auf sie. Und können dann mit ihr quatschen. Ja, da ist er. Hi. Oh, there you are. I'm afraid I've involved you in my affairs over a little promise at that. My sincerest thanks for your assistance. At last, my grandfather will rest in peace, and I can die. But there is one last, may I take a vow, to serve you as a knight. Oh klar, nimm ihren ritterlichen Schwur an. Oh, I am most grateful. I, Cirrus, do hereby serve as your faithful knight. Wherever, whenever I am needed. My loyalty shall never waver. Blessing of the moon upon your journey. Okay, jetzt können wir die, dann können wir die jetzt bestimmt bei ganz vielen Bossfights summonen, oder? If I may ever be of assistance, I am your knight forever and true. Blessing of the moon upon your journey. Okay, nice, cool. So, aber jetzt will ich erstmal noch die alle noch essen. Na, wie viel brauche ich denn überhaupt? 27, oh, das wird knapp. Ich glaube, das kriege ich nicht hin mit denen, den ich habe, oder? Doch, okay. Das waren ganz schön viele. Ich bin... Guck mal, welche Stufe ich bin. Nice.
So. Die Quest von Leonard? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist die von dem da oben, oder? Was ist überhaupt mit dem noch? Der sagt mir, glaube ich, auch gar nichts, was ich noch machen soll, oder? Plündert und stehlt, wie es euch beliebt. Das kennen wir eigentlich schon. Darkwing, ein Peltam Rosaria anbieten. Bei Rosaria anspringen, Profane Capital Bonfire, zurück zu Rosaria. Gut, aber Profane Capital Bonfire, habe ich das überhaupt schon? Was ist denn Profane Capital? Irgendwas mit Hauptstadt muss es ja heißen. Aldrich der Götterfresser. So hieß der. Warum hieß der Götterfresser? Ist der die aufgefressen oder was? Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Das Profaned Capital. Ja, was sollte ich jetzt überhaupt machen? So, ich glaube, wir müssen jetzt weitermachen, ne? In diesem anderen Dings da. Wow, wie hieß das denn nochmal? Das ist jetzt nur noch eins über. Entferntes Anwesen. Wir haben auch schon echt lange keine Estus-Scherben und Knochen mehr bekommen. Genau, das hier war das, glaube ich, oder? Hier war das Wasser. Ja, genau. Genau. Und hier, das ist jetzt theoretisch der einzige Weg, den es überhaupt noch gibt. Glaube ich, der einzige, den es überhaupt noch gibt. Noch mehr von den Viechers. Das sind sogar die mit... Das sind sogar die, die zaubern können. Nee, doch nicht. Ich dachte, der hat einen Zauberstab in der Hand. Ich dachte irgendwie, der hat einen Zauberstab in der Hand. Weil er so blau geleuchtet hat. Die sind auch gar nicht mehr unsichtbar. Die Aggron voll früh. Und die sind auch gar nicht unsichtbar. Oh, hier steht einer. Oh. Ja, das war eine Hexe. Ich dachte, irgendwas hat hier hingezaubert, als ich hier war. Okay. Ja, da sind noch welche von den Assis. Dass mich gleich irgendwas angreift, wenn ich hier auf diese Feuerhexe zulaufe. Hat nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Zum Glück halten die selbst nichts aus. Spread. Okay, ist hier drüben noch einer? Nö. Große Titanitscherbe, okay. Keine Secrets, na gut. Ich muss sagen, eigentlich ist ja dieser Ring, den ich habe, dieser Lloyds Ring, der mehr Damage macht, wenn man volle Lebenspunkte hat, ist echt geil, aber ich hab... Hä? Ich hab so gut wie nie volle Lebenspunkte. Jo, was ist jetzt los? Wo spawnt dieses Vieh? Ach da, oh. Was ist er für einen? Sollte nicht.
Okay, Murakamo. Oh, der hat einen Katana. Darum ist da diese Wand aufgegangen. Okay. Da kam einfach mal ein Invite. Ein Invade. Ein Invite zu einem PvP-Kampf sozusagen. Tja. Das war ja auch gut. So, das sieht mir doch ziemlich Dungeon-mäßig aus hier. Ich glaube, wir sind... Oh, ich glaube, wir sind da. Ja, oh, Kerker von Irithyll. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Dann gucken wir doch mal, was uns hier erwartet. Oh, da kommt einer angeschissen. Okay. Oh. Junge. Was war das? What the fuck? Ah, du wusstest, dass das kommt, oder? What the fuck? Okay, damit müssen wir jetzt also rechnen, oder? Das kommt jetzt in diesem Dungeon, oder? Man sammelt Loot ein und das, was man einsammelt, schreit. Da können wir uns ja auf was einstellen. Der Loot schreit. Okay. Okay, nicht jeder Loot schreit. Wahrscheinlich genau in den perfekten Abständen, dass man immer denkt, dass man das gerade wieder vergessen hat, dass das ja passiert, dass es dann wiederkommt. Kann ich mir vorstellen. Verschlossen. Es wird vermutlich den perfekten Abstand haben. Wo ist jetzt dieses Vieh, was da gerade hier vorbeigeeiert ist? Oh, hi. Das macht Gift. Hi. Oh, der kriegt aber auf die Fresse. Was ist mit meinen Lebenspunkten los? Wie hat mir das Vieh so viel Damage gemacht?